Spielregeln sind folgende. 10 bekannte Fußballzitate. Und es gibt jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Wer als erstes den Ball in die Tonne gelupft hat, darf dann die Antwort geben. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Für jede falsche gibt es einen Minuspunkt. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Liebe FCA-Fans, herzlich willkommen hier in Spanien. Sieht warm aus, ist doch etwas kälter als gedacht. Jetzt wollen wir starten mit unserem super Quiz. Ich habe meine 2 Kollegen, André Hahn, Julian Schuster. Das ist ein guter Auftakt. Das war von dir. Das war von dir eingebaut, ne? Schieber? Nein, Quatsch. Schieber? Habt ihr einen guten Quizmaß eingekauft heute? Ja, starten wir. Wäre, wäre Fahrradkette. Wer hat das gesagt? Thorsten Legert, Lothar Matthäus oder Lukas Podolski? Erraten, Fesso. Lothar Matthäus. Richtig! Erster Punkt, 1-0. Das hat Matthäus gesagt, in welchem Jahr, nach welchem Spiel. Will ich auch wissen von dir, Quizmaster. Ja. Ja. Gut, zweite. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Andreas Möller, Thomas Hessler, Rudi Völler. Andreas Möller. Wow. Ja, macht echt Spaß. 2-0. Stark. Ich lese halt nicht. Aber dann soll man den ersten Ball direkt reinmachen, ne? Das interessiert mich nicht. Ja. Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben reingeht. Stefan Effenberg, Oliver Kahn oder Mehmet Scholl? Ich weiß nicht, André. Ja, ich wusste bei ihm vorne, ich hab geraten. Hey, okay. Machst du super. Mehmet Scholl. Richtig, 3-0. Ach, Mann. 3-0 für André Hahn. It's not my competition. So, jetzt kommt ein Klassiker. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Mario Basler, Olaf Thon oder Andreas Müller. Ich hätte eine Vermutung. Ich hab dich schon so oft gehört. Ja. Müller, oder? Ja, richtig. Ja. 4-0. Aber gib bis 10. Gib bis 10. Nee, interessiert mich nicht. Ehrlich, ja. Hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr auf. Hat angefangen mit Schuster, ehrlich. Oh, jetzt kommt auch ein guter. Druck habe ich eigentlich nur morgens nach dem Aufstehen. Stefan Reuter, Horst Held oder Matthias Sammer? Ja, eigentlich kann es jetzt nur einer sein. Komm, trau dich. Horst Held? Horst Held hätte ich gesagt. Ja, richtig. So. Jetzt müssen wir die Köpfe hochkrempeln und die Ärmel natürlich auch. Lukas Podolski, Jerome Boateng oder Mesut Özil? Das kann mal in 3 nur einer sein eigentlich. Fuck. Özil? Podolski, ja? Minuspunkt. Aber ich Podolski, oder? Ja, Podolski. Ja, hätte ich gesagt, aber hab er nicht getroffen. Klar, dass der so einen Spruch bringt. Nee, weißt du warum? Özil war noch nie im Abstiegskampf. Oh, jetzt kommt noch ein Klassiker. Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach so verpasst. Die haben so viele gesagt, den Spruch. Sag einfach mit hätten. Paul Gascoigne, George Best oder Eric Cantona? George Best. Richtig. Oh, 3-2, wie Fragen kommen noch? 3. Boah, fuck, es ist am Eng. Ich bin wieder da. Warum gehe ich Risiko? Nee, ist doch gut, ist doch gut. Wir müssen noch was bieten hier für unser Publikum. Ist jetzt richtig einfach. Eier, wir brauchen Eier. Oliver Kahn, Thorsten Leger, Scheiße. Oliver Kahn! 4-1, also, oder? Nein, 4-2. Ich hab 4-2. Und noch 2. Falls Oli Kahn zuschaut, liebe Grüße. Ne? Das ist Schnee vom Morgen. Ach du meine Güte. Olli, Uli Hoeneß, Hans Meyer oder Jens Jeremies? Du musst die Olympia. Ich muss, ja. Hans Meyer? Ja. Jens Jeremies. Aber den kann ich auch nicht. Das beste Trainingslager ist eine Frau, die eigene natürlich. Christoph Daum, Willi Lemke oder Rudi Völler? Ich weiß es aber wirklich nicht. Ja. Ich will nicht einen Null haben. Ich brauche den einen Punkt. Ja, komm, dann mache ich einfach. Ja, der muss morgen mehr kommen, ne? Christoph Daum. Daum. Willi Lemke. Richtige Antwort: Kamera. Ich brauche eine Kamera. Von unser Rudi Lemke.
Rudi Lemke. Ja, der heißt Rudi Lemke oder Rudi Völler, aber richtige Antwort ist Rudi Lemke. Ja, das ist cool, weil so bin ich auch ein bisschen gerettet. Und jetzt Sieger hier. Hey. Aber du hast dich auch tapfer geschlagen. Gut gemacht, Jungs. Danke. Also kann nur besser werden. Schöne Grüße aus Spanien. Ja, genau. Frohes Neues. Genießt die Sonne in Deutschland. Und Schnee. Ciao.